Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe euch jetzt an 2 Tagen dieses Mal mitgenommen, weil am Dienstag habe ich nur so wenig gefilmt. Es hat überhaupt nicht für ein Video gereicht. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich das halt an 2 Tagen. Im gestrigen Video, nee, am gestrigen Tag. Also am Mittwoch, da habe ich euch so ein bisschen durch meinen Tag mitgenommen. Ich habe euch auch gezeigt, wie ich mir die Nägel gemacht habe, aber man sieht, es ist nicht gut ge geworden, beziehungsweise ich habe irgendwo mal bei YouTube gesehen, dass dass diese künstlichen Tipps mit dem UV-Gel drauf gemacht werden, und man sieht, bei mir hat es nicht arg gehalten. Ja, mein Gott, ich habe mir jetzt bei Amazon noch einmal Tipps bestellt, die müssten morgen da sein. Das heißt, morgen werde ich mir auf jeden Fall noch mal die Nägel machen, und dann nehme ich euch mit und ich hoffe, dass es dann hält. Genau. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, im gestrigen Video, in dem Real Talk, mir bedeutet es so viel, dass ich gerade die Gabi so viel Mühe macht, und die hat mir einen so schönen langen Kommentar geschickt, und das ist so schön. Vielen, vielen Dank gerade dir, Gabi, dass du dir so viel Mühe immer gibst, an die Martina, dass sie sich auch immer so viel Mühe gibt, am Blubber, dass du dir so viel Mühe gibst, und auch an die Carla Post, und ich glaube, das waren die eigentlich immer die meisten Kommentare schicken, oder die mir eigentlich immer in Kommentar schicken. Lass mich mal kurz reinschauen. Oh, von wem bin ich jetzt angerufen worden? Ich bin gleich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Ich habe gerade zurückrufen müssen. So. Dann noch ein ganz großes Dankeschön an die Christa, die Karin, Birgits Kanal und an die Gerda. Ihr seid im Prinzip diejenigen, die fast jeden Tag schreibt, und das ist so schön, das ist echt toll. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß, mein Kanal ist nicht groß, aber ich mache den Kanal ja halt hauptsächlich für mich selber, weil ich sehe das so ein bisschen ja als Therapie. Und das ist auch der Grund, wieso ich so offen mit meiner Krankheit umgehe, weil du, upsala, Entschuldigung. Weil man sieht gerade ganz viel, dass wenn man, so geht es mir zumindest, dass ich bei Instagram oder in den YouTube Shorts ganz, ganz viel sehe, dass wenn du psychische Erkrankungen hast, dass es dann auf jeden Fall hilft, wenn die Ernährung umgestellt wird, dass wenn du nicht in der Vergangenheit lebst, dass wenn du verzeihst, und wenn du
dich viel mit Freunden triffst, wenn du dich einfach unter Menschen begibst, dass es dir dann auf jeden Fall besser geht. Dazu kann ich bloß sagen, das ist der größte Schwachsinn, den es gibt, weil psychische Erkrankungen können wirklich nur dann geheilt werden, wenn du selber geheilt wirst. Das heißt, alles, was dir angetan worden ist, egal ob das in deiner Kindheit, in deinem Erwachsenenleben war oder dass du nur einmal eine traumatische Erfahrung gemacht hast, das prägt dich so sehr und das prägt auch so die Seele. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich vertraue ganz, 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 ganz schwer. Es gibt Tage, da kann ich von ganzem Herzen zum Christoph sagen, ich vertraue dir zu 100%. Und dann gab es wieder einen Trigger, der mich psychisch so dermaßen runtergezogen hat, wo ich echt sagen kann, ich kann dir nicht sagen, dass ich dir komplett vertraue, weil mir mein Vertrauen in den letzten Jahrzehnten so oft missbraucht worden ist. Das ist nur in bestimmtes Schlagwort braucht und der Trigger ist da und ich sitze hier dran, brech total zusammen. Deswegen kann ich echt bloß sagen, und das ist, was ich jetzt selber als Erfahrung in den letzten 1,5 Jahren gesammelt habe. Wenn du psychisch krank bist, bringt es auch nichts, wenn nur Psychopharmaka genommen werden. Also, was ich merke, ist, dass ich muss ja 5 verschiedene Medikamente jeden Tag nehmen. Es hilft mir, dass ich gerade nachts ein bisschen zur Ruhe komme. Aber es hilft mir nicht zu vergessen, was ich durchgemacht habe. Und ich merke gerade selber, dass psychische Erkrankungen wirklich nur geheilt werden können, wenn du das aufgearbeitet hast. Und zwar komplett aufgearbeitet hast, was du durchgemacht hast. Das ist, was ich jetzt so langsam merke. Und ich habe euch ja im vorletzten Video erzählt, dass ihr mir gerne Fragen stellen könnt bezüglich dem Thema, dass ich eine Ziehmama habe. Ich habe gestern versucht, dazu ein Video zu machen. Nur ich merke, ich bin psychisch noch nicht so weit, darüber zum Reden, weil ich ganz, ganz viel, viel weinen muss, wenn ich daran denke. Was ich aber sagen kann, ist, dass das Schöne am Erwachsenensein ist, dass du dir irgendwann selber die Familie suchen darfst, die dir gut tut. Und das heißt nicht, dass ich bestreite, dass ich eine leibliche Familie oder eine leibliche Mutter habe, aber ich kann nicht verzeihen, gerade was ich durchgemacht habe und meine Ziehmama habe ich jetzt seit ungefähr 3,5 Jahren. Wir haben uns kennengelernt hier kurz nachdem ich hier nach Kaufbeuren mit meinen Kindern gezogen bin. Und es ist bei
uns beiden sofort so eine krasse Vertrauensebene da gewesen. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade sa sagen soll. Ich habe als Kind, habe ich ganz, ganz oft den Wunsch gehabt, dass jemand Fremdes kommt und sagt, ah, mein Kind, du bist da. Weil ich habe mich nicht wohl gefühlt und habe mich auch nicht wirklich angenommen gefühlt. Und ich habe ich hab meine Ziehmama gesehen, sie hat mich gesehen. Es ist sofort in Vertrauensverhältnis da gewesen und ich muss bei ihr nicht sein, ich muss nicht gut sein, ich muss nicht schlecht sein, ich muss keine Aufgaben erfüllen, sondern sie hat mich so lieb, wie ich bin. Ja, es ist auf jeden Fall so, ich habe das Gefühl, sie nimmt mich so, wie ich bin. Es ist auch für die Kinder, war von Anfang an klar, dass sie die Oma ist. Und wir haben auch vor 4, 5 Wochen nochmal darüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben und wie schnell Vertrauen da war. Und dann hat sie gesagt, ja, weil du genau das, die Tochter für mich bist, die ich mein Leben lang gesucht und mir gewünscht habe. Und ich denke, dass Gott macht nichts, ohne dass es in Sinn hat. Das bedeutet, mir ist diese Frau von Gott geschickt worden, weil ich sie in dem Moment ge gebraucht habe. So denke ich mir das Ganze inzwischen. Also, ich möchte jetzt auch gar nicht tiefer gehen, weil ich merke, Moment, ich möchte jetzt auch gar nicht tiefer gehen, weil ich merke, wie sehr mir das wehtut. Aber es ist Fakt, dass ich noch eine leibliche Familie habe. Aber ich kann den Kontakt zu bestimmten Personen gerade nicht haben. Ich kann auch nicht verzeihen. Und zwar aus dem Grund, erst wenn das Ganze verarbeitet ist, glaube ich, dass ich dann verzeihen kann. Genau. So. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. In dem Video heute habe ich euch ja am Dienstag mitgenommen. Da habe ich euch allerdings nur in der Zeit mitgenommen, wo ich die Gardinen im Schlafzimmer neu gemacht habe. Und gestern habe ich euch durch meinen Haushalt so ein bisschen mitgenommen. Hab zwei ganz leckere Rezepte gekocht. Ich habe das, glaube ich, schon öfters jetzt erzählt, dass ich momentan immer zwei verschiedene Rezepte koche, weil ich einfach was ganz anderes esse als mein Partner ist. Liegt aber auch daran, dass ich Fleisch zurzeit nicht so viel esse. Es ist vielleicht zweimal im Monat, dass ich Fleisch esse. Nicht, weil ich kein Fleisch mehr mag oder weil ich jetzt vegetarisch werden will, absolut nicht, sondern einfach, ich muss Lust drauf haben und da ich momentan auf das schaue, was ich essen will, mit welchem Essen ich mich gut fühle, ist es zurzeit so, dass ich sehr, sehr viel vegetarisch oder vegan. Genau, so.
Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß weiterhin beim Zuschauen. Die Rezepte schreibe ich euch in die Beschreibung mit am rein. Herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Freitag. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht das Sprichwort, der frühe Vogel fängt den Wurm? Wir haben es jetzt 5:33 Uhr. Viel zu früh. Viel zu früh. Aber ich bin wach und ich kann dann auch nicht groß im Bett liegen, bla, bla, bla. Ich kann nun auch nicht groß im Bett liegen bleiben, weil das fühlt sich dann für mich an, als wenn das vergeudete Lebenszeit wäre. Genau. So. Ich habe sturmfrei. Die Kinder sind ja gestern von ihrem Vater abgeholt worden. Die kommen zurück am Sonntag. Der Christoph hat Frühschicht. Der kommt heute heim, so um 3:15 Uhr. Das heißt, ich habe hier sturmfrei. Will ich euch schon zeigen. Oh. Hier haben wir gestern so eine To-Do-Liste gemacht, was ich so in dieser Woche machen möchte. Weil, ja, ich möchte die Zeit einfach auch nutzen, jetzt wo die Kinder nicht da sind. Weil zum Beispiel, was ich unbedingt, was ganz oben auf meiner Liste steht, ist, dass ich den Teppich hier, dass ich den im Wohnzimmer reinigen will und dass ich den aus der Küche auf jeden Fall reinigen will. Genau. Und da ja am Vormittag oder in der Früh kein Mensch da ist, kann ich das gut machen. Genau. So. Ich würde jetzt sagen, ich trinke jetzt meinen Kaffee und melde mich dann später, wenn ich loslege. Genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns später im Vlog wieder.
einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Wir haben es jetzt gleich schon 12. Ich war heute Morgen, bin ich im Jobcenter gewesen, habe meinen Termin gehabt, wo ich meine ganzen Unterlagen abgegeben habe fürs Bürgergeld, und das Gespräch mit der Mitarbeiterin war sehr gut. Sie hat mir auch richtig Mut gemacht, dass ich erstmal auf mich schauen muss, dass ich wieder gesund werden muss und so weiter. Und da bin ich schon sehr, sehr dankbar, weil ich habe ja wirklich Angst vor dem Termin gehabt. Aber der Termin war sehr gut. Genau. Danach bin ich noch ganz kurz in Lidl gewesen, weil ich habe überhaupt keine Geschirr-Spülmaschinenreiniger-Tabs mehr gehabt. Da habe ich einmal welche abgeholt, habe ich einmal welche gekauft. Dann habe ich mir einmal zwei Avocados geholt. Dann habe ich noch einmal ein Bündel grüne Spargel und habe dann noch eine Rettertüte mitgenommen. Da schauen wir mal schnell zusammen rein, was drin ist. Auf jeden Fall Erdbeeren sind drin. Also einmal Erdbeeren sind in der Rettertüte drin. Dann sind ein paar Bananen drin, 5 Stück im Gesamten. Das passt gerade ganz gut, weil ich gerade sehr viel Bananenbrot oder weil ich mir das gerne ins Frühstück mache. Genau. Dann ist noch drin einmal Brokkoli. Dann haben wir noch drin einmal Champignons. Eine kleine Gurke ist drin. Dann ist ein roter Apfel drin. Dann sind 2 Zwiebeln drin, eine rote Paprika und noch ein 2. Apfel. Genau. So, ich werde euch jetzt ein bisschen durch meinen Tag mitnehmen. Kochen werde ich heute wieder 2 verschiedene Sachen. Ich habe euch das ja schon öfters erzählt, dass ich für den Christoph oder beziehungsweise Christoph und die Kinder extra koche und für mich. Für den Christoph habe ich jetzt schon im Thermomix Kartoffeln. Für ihn werde ich heute ein Kartoffelgericht machen mit Salchicha und Buttergemüse. Und ich habe voll Lust auf Nudeln mit Spinat. Werde mir das so eine schöne Spinatsoße machen, als über die Nudeln dann drüber. Dann habe ich mir vorher überlegt, dass ich mir dann noch von der Avocado ein bisschen was mit rein tue und vom grünen Spargel. Genau. So, aber jetzt ist erstmal am wichtigsten, dass die Küche aufgeräumt wird. Man sieht, gut, ich habe gerade Kartoffeln geschnitten, geschält. Die muss ich jetzt, da muss ich jetzt die Küche machen. Spülmaschine muss ausgeräumt werden. Die Kinder sind ja nicht da. Die sind bis Sonntag bei ihrem Vater. Das heißt, ich habe jetzt gerade sturmfrei, weil der Christoph hat Frühschicht, jetzt knapp 2 Stunden Zeit, hier ein bisschen klar Schiff zu machen. Und genau, ich bedanke mich, dass ihr dabei seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später im Vlog wieder, ihr Lieben.
Los, mein Schatz. Was los, mein Schatz? Was los, mein Schatzi? Mein Großer. Da haben wir mal Leckerli holen. Habt ihr schon lange nicht mehr gehabt, Leckerli, gell? Leckerli! Leckerli! Bitte schön. Und du, Schatzi, auch Leckerli? Feini. Ist gut? Ja, gut. Mehr. Es reicht. Ein Leckerli reicht.
So, Kartoffeln sind fertig. Die sehen super lecker aus. Und die isst der Christoph nachher dann zusammen mit dem Gemüse und Salz. Chicha, das ist jetzt für heute und morgen. Und ich habe mir für heute und morgen Vollkornspaghetti mit einer Soße aus Zwiebeln, Knoblauch, Spargel und Spinat gemacht. Und wenn das Essen später angerichtet ist, werde ich euch das zeigen. Das war jetzt das Essen von mir und es war mega lecker. Ich habe auch beim Christoph kurz probiert. Das war halt auch sehr, sehr lecker. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich immer wieder für die Spinatnudeln entscheiden. Und dann habe ich den Gedanken gehabt, mir die Nägel frisch zu machen. Ich habe auf YouTube in Short gesehen, dass das mit dem Base Gel gemacht, also dass die Tipps mit dem Base Gel gemacht werden. Und ich muss sagen, bei mir hat es nicht funktioniert. Am Abend, wo ich dann im Bett lag, habe ich gemerkt, die lösen sich. Und ich habe die so runterziehen können. Und dann habe ich jetzt noch einmal geschaut, was es noch für Alternativen gibt, weil ich das einfach nicht mehr mit Sekundenkleber drauf machen wollte. Und habe dann im Internet ein Set gefunden, das ich mir jetzt heute bestellt habe, wo das mit so einem bestimmten UV-Kleber drauf gemacht wird und wo dann die Nägel genauso entfernt werden, wie der UV-Lack entfernt wird.
Und das habe ich mir jetzt bestellt. Das kommt, glaube ich, morgen am Freitag. Und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Und ich bin sehr gespannt, ob das was taugt. Und jetzt kann man auch gleich das Ergebnis sehen. Es sah richtig schön aus, aber eben, es hat leider nicht gehalten. Aber auf diese Art möchte ich es morgen nochmal machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen.